Auftaktrundgang über die Gesundheit aktiv. Eine Messe im Baden-Badener Kongresshaus, veranstaltet von allen Baden-Badener Kliniken und Kureinrichtungen. 2006 haben sich die Gesundheitshäuser in Baden-Baden zum sogenannten Medinet zusammengefunden. Der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft verrät uns die Idee hinter der Gesundheit aktiv. Die Idee war einfach, dass wir hier mal alle gemeinsam, nicht der Bürger zu uns, sondern wir zum Bürger kommen. Und das war eigentlich die Grundidee und das hat sich, wie gesagt, vor 3 Jahren haben wir das erste Mal gemacht und hatten dann so einen großen Erfolg, dass wir wirklich gesagt haben, wir machen das regelmäßig. Und das nicht bloß mit bunten Werbetafeln. Auf der Gesundheit aktiv sind die Kompetenzträger vor Ort. Klinikärzte suchen Vertrauen bei Bürgern und zukünftigen Patienten. Hier kann also der Bürger der Stadt Baden-Baden sich wirklich rundum informieren, welche medizinischen Leistungen werden in Baden-Baden geboten, welche Personen stecken dahinter, das ist ja auch oft sehr wichtig. Ob nun ein Fitnesscheck zur Bestimmung des biologischen Alters auf dem Ergometer, die Vorstellung einer Operation mit Kniegelenksprothese oder die Frage, ob das eigene Gehör noch so mitmacht, wie man es will, jede auftauchende Unklarheit wird von gebündelter Medizinkompetenz ausgeräumt. Das meine ich, ist ein Vorteil, den wir gegenüber Einzelveranstaltungen einfach haben. Und deshalb denke ich, ist das auch so erfolgreich und gewinnen wir eigentlich jedes Jahr auch wieder, überzeugen wir die Mitglieder, das wieder zu machen. Das war von Anfang an nicht so. Eine Messe auch deutschlandweit einzigartig, bieten die Teilnehmer hier den Besuchern doch einen standortspezifischen Überblick über verfügbare medizinische Leistungen. Und die hier heute zum dritten Male alle Kliniken den Bürgern und der Region kostenlos anbieten. Und das finde ich eigentlich schon etwas ganz Besonderes.